Morgen. Ich habe gerade eine Anfrage per Mail bekommen, ob ich nicht Lust hätte, russische und ukrainische Schönheiten zu datieren. Ganz ehrlich, das stelle ich mir wahnsinnig langweilig vor. Oksana, ich datiere dich auf den 7.06.1988. Svetlana, du bist der 11.10.1990 und du, Natascha, bist, sagen wir mal, der 5.04.1992. Oder magst du lieber 93? Scheißegal. Hauptsache deutsche Pass. Ah, ich stelle mir diese Aufgabe auch wahnsinnig konfliktbeladen vor. Ich meine, ich bin da in einem Raum mit russischen und ukrainischen Schönheiten und muss die datieren. Da ist doch der Streit vorprogrammiert. Hey, das ist mein Krimsekt. Nein, gib zurück, das ist mein Krimsekt. Stimmt nicht, meiner. Nein, meiner. Hey, Mädels, beruhigt euch. Misch dich nicht ein, du kapitalistischer Arsch. Das ist unser Konflikt. Wie ich bin, habe ich natürlich sofort abgesagt und höflich geschrieben: Vielen Dank für Ihr Angebot, aber ich möchte keine russischen und ukrainischen Schönheiten datieren. Ich bin schon genug damit beschäftigt, serbische und kroatische Perlen zu etikettieren.